Aufbau und Funktion der Atemwege. Mein Name ist Dr. Andreas Wagner, ich bin hier Oberarzt in der Fachklinik Allgäu und im Rahmen der Patientenschulung erklären wir den Patienten, wie die Atmung funktioniert und wie die Erkrankungen Asthma und CBD aussehen. Und ich möchte jetzt erstmal damit anfangen, eben zum Aufbau und Funktion der Atemwege was zu erklären. Die Atemwege fangen eigentlich schon ganz oben an der Nase und an den Lippen an und erfassen die Mundhöhle und die Nasenhöhle. Aber bis zum Kehlkopf spricht man von den oberen Atemwegen und das ist eigentlich was, wo sich mehr die Hals-Nasen-Ohrenärzte drum kümmern. Die Lungenfachärzte, die Pneumologen, fangen eigentlich erst unterhalb des Kehlkopfs an und dann spricht man von den unteren Atemwegen. Und das erste Stück der unteren Atemwege ist die Luftröhre. Die Luftröhre heißt medizinisch Trachea und die tritt in den Brustkorb ein. Der Brustkorb ist ja außen rum. Und die Luftröhre geht eben, führt die Luft in den Brustkorb hinein. Nach einer kurzen Strecke teilt sich die Trachea, die Luftröhre, in zwei Hälften. Das ist die erste Aufzweigung. Und ab dieser Aufteilung spricht man nicht mehr von Luftröhre, sondern man spricht von Bronchien. Und die Bronchien treten auf jeder Seite in die Lunge ein und führen praktisch die Luft in die Lunge hinein. Wenn die Bronchien einmal in der Lunge drin sind, teilen die sich weiter auf. Etliche Male zweigen die sich immer weiter auf, bis in feine Verästelungen, damit praktisch jeder Teil der Lunge von Luft versorgt werden kann. Das funktioniert etliche Male, die Bronchien werden dabei immer dünner, es werden immer mehr und zum Schluss in den kleinsten Aufzweigungen sind die Bronchien noch ungefähr 1-2 mm groß und damit wirklich sehr klein. Was jetzt interessant ist für die Erkrankungen Asthma und COPD ist, dass man versteht, wo sich diese Erkrankungen eigentlich abspielen. Und die spielen sich hauptsächlich an diesen feinsten Verästelungen ab. Also hier, wo sich die Bronchien ganz weit aufzweigen, diesen kleinsten Verästelungen, das schauen wir uns jetzt mal etwas größer an. Und wenn man diesen Bereich jetzt rausvergrößert, dann sehen die kleinsten Bronchien jetzt so aus. Und hinter den kleinsten Bronchien kommen die Lungenbläschen. Die Lungenbläschen heißen medizinisch Alveolen, sind winzig klein, das Ganze hier ist in Wirklichkeit nur noch 1-2 mm groß, also ist hier deutlich vergrößert, damit man es besser erkennen kann. Und die Funktion der Bronchien ist, die Luft, die man atmet, hier eben reinzuführen und zum Schluss kommt die Luft hier in diese Bronchien rein und verteilt sich hier in diesen Alveolen. Und mit der Luft atmen wir Sauerstoff ein. Und damit wir den Sauerstoff aufnehmen können, führen hier an den Alveolen kleine Adern vorbei, die ich jetzt auch hier deutlich vergrößert zeichne, also winzige Äderchen im Prinzip, wo die Blutkörperchen durchströmen. Und dann kommt es dazu, dass der Sauerstoff, den ich hier in diese Lungenbläschen eingeatmet habe, übergeht auf diese Blutkörperchen. Der Sauerstoff geht damit ins Blut. Das funktioniert ganz von alleine, weil der Sauerstoff, den ich einatme, ist in relativ hoher Konzentration. 21% hat man in der Luft. Im verbrauchten Blut, was aus dem Körper kommt, hat man ziemlich wenig Sauerstoff. Also versucht der Sauerstoff, das auszugleichen, dieses Konzentrationsgefälle, und geht rüber ins Blut. Gleichzeitig passiert noch was anderes. Das verbrauchte Blut aus dem Körper enthält Kohlendioxid, was hier im Blut gelöst ist. In der Luft gibt es fast kein Kohlendioxid, ganz, ganz wenig. Also geht das Kohlendioxid auch wieder dem Konzentrationsgefälle folgend in diese Lungenbläschen rein. Sodass also hier an dieser Alveolarwand der Gasaustausch stattfindet. Sauerstoff wird aufgenommen, Kohlendioxid wird abgegeben. Das Ganze gleicht sich natürlich innerhalb kurzer Zeit aus, das heißt, ich habe hier wenig Sauerstoff, relativ viel Kohlendioxid an den Lungenbläschen. Und damit diese Geschichte weitergeht, braucht man die Atmung und die funktioniert hauptsächlich beim Gesunden und in Ruheatmung. Wenn man hier nochmal den Brustkorb überzeichnet, sitzt hier unten im Brustkorb das Zwerchfell. Das Zwerchfell ist unten seitlich mit dem Brustkorb verwachsen
Und das Zwerchfell ist ein flach gedrückter Muskel, also eine Muskelplatte. Und die wölbt sich normalerweise in den Brustkorb hoch. Und die Atmung funktioniert jetzt so, dass man diesen Zwerchfellmuskel anspannt. Und wenn sich dieser Muskel hier verkürzt, tritt er nach unten. Wird also flach. Und in dem Moment, wo er flacher wird, zieht er die Lunge auseinander. Die Lunge dehnt sich aus und damit funktioniert die Einatmung. Die Einatmung ist also ein aktiver Vorgang, der in Ruhe zumindest vor allem dadurch funktioniert, dass man das Zwerchfell anspannt. Wenn man ausatmet, ist das kein aktiver Vorgang, da wird das Zwerchfell einfach locker gelassen und die Lunge aufgrund ihrer Elastizität zieht sich zusammen und Luft strömt wieder aus. Zweite Möglichkeit, Atembewegung reinzubringen, ist über den Brustkorb atmen. Man hat hier im Brustkorb natürlich Rippen, die habe ich nicht eingezeichnet. Zwischen den Rippen hat man Muskeln und diese Muskeln können den Brustkorb bewegen. Und wenn jemand sich anstrengt, aufregt oder aus irgendeinem anderen Grund tief durchatmen will, dann benutzt er eben auch den Brustkorb und mit dieser Brustkorbatmung kann man das Atemvolumen nochmal deutlich vergrößern. Mit dieser Atmung strömt immer frische Luft hier rein, der Gasaustausch kann stattfinden und damit kann der Körper mit Sauerstoff versorgt werden und das Kohlendioxid kann abtransportiert werden. Um die Erkrankungen Asthma und COPD zu verstehen, ist es ganz wichtig, dass man den Aufbau der Bronchialwand kennt. Und den möchte ich hier nochmal näher erklären. Wir müssen uns also dieses Stück hier, das müssen wir uns nochmal näher anschauen. Also man muss hier einen Schnittmarktisch machen und wenn man sich das jetzt im Einzelnen anschaut, dann sieht die Bronchialwand natürlich erstmal aus wie ein Rohr. Hier hinten strömt die Luft durch, das ist die Bronchialwand. Und in Wirklichkeit ist das Ganze wieder so ungefähr 1 mm im Durchmesser. Und wir befinden sich hier an diesen kleinen Aufzweigungen der Bronchien. Das ist ein kleiner Bronchus. Hier strömt die Luft durch. Aber so ganz einfach ist der Aufbau natürlich nicht, weil die Bronchien müssen sich zum Beispiel sauber halten können. Und dafür hat der Körper eine ganz geschickte Lösung. Es gibt hier eine Schleimhaut in den Bronchien innen drin. Diese Schleimhaut trägt Flimmelhärchen an der Oberfläche. Und dann macht die Schleimhaut natürlich das, wo sie ihren Namen nach hat, sie produziert Schleim. Dieser Schleim ist eine dünne Schicht, die oben auf dem Flimmelhärchen liegt. Und dieser Schleim ist klebrig. Und wenn man jetzt irgendwelche Partikelchen einatmet, Staubkörner, Rauch, Pollen, irgendwelche Partikel, dann bleiben die hier in diesem Schleim hängen. Die Flimmerhärchen sorgen dafür, dass der Schleim langsam Richtung Kehlkopf transportiert wird. Also hier läuft sozusagen ein ständiger Schleimstrom, der Richtung Kehlkopf geht und von den Flimmerhärchen unterhalten wird. Die Flimmerhärchen transportieren den Schleim, der wandert in den Bronchien entlang. Es wird ständig Schleim nachproduziert und irgendwann mal landet der oben am Kehlkopf. Und dann entweder durch die normale Atmung oder indem wir uns räuspern, rutscht der Schleim sozusagen oben über die Kante, wird verschluckt, im Magen verdaut und ist wieder weg. Das mit dem Schleim darf man sich nicht zu dramatisch vorstellen. Ein Gesunder kann keinen Schleim hochhusten. Das ist so eine geringe Menge, dass praktisch keine messbare oder förderbare Menge entsteht. Sondern das Ganze findet unmerklich statt. Es bleiben immer kleine Partikelchen hängen. Der Schleim wird langsam transportiert. Er geht oben über den Kehlkopf, wird gelegentlich verschluckt. Und das Ganze funktioniert beim Gesunden, ohne dass man da irgendwie husten oder irgendwas dazu tun muss. Das ist das eine, was wichtig ist an den Bronchien. Das zweite, was wichtig ist, um die ganze Sache zu verstehen, ist, man hat in der Bronchialwand Muskeln. Diese Muskeln liegen unmittelbar an der Wand von den Bronchien und dienen dazu, die Weite der Bronchien zu verstellen. Der Körper kann also die Weite der Bronchien einstellen, er kann also letztlich steuern, in welche Stelle der Lunge viel Blut kommen soll und in welche Stelle der Lunge wenig Blut kommen soll. Das hat durchaus seinen Sinn, weil die Lunge ist ja kräftig durchblutet, ist ein schwammartiges Gebilde. Das heißt also, beim Menschen, der steht, befindet sich das meiste Blut in den unteren Lungenabschnitten. Und natürlich ist es sinnvoll, dorthin, wo viel Blut ist, auch viel Luft zu schicken, weil da sind viele Blutkörperchen, die den Sauerstoff abtransportieren können.
In den oberen Abschnitten ist normalerweise wenig Blut, sodass der Körper da die Bronchien enger stellt, weil da sind einfach nicht viele Blutkörperchen da, die den Sauerstoff abtransportieren können. Wenn wir uns hinlegen, sieht das ganz anders aus, dann sehen eher die hinteren Abschnitte mehr durchblutet. Das Ganze macht der Körper vollautomatisch, da merken wir nichts von, aber er sorgt dafür, dass eben Durchblutung und Belüftung optimal zueinander passen. Das dritte, was noch interessant ist, ist, man hat hier in der Schleimhaut drinne einige Abwehrzellen. Das sind weiße Blutkörperchen oder besondere Sorte weißer Blutkörperchen. Die sitzen hier in der Schleimhaut drin und warten praktisch darauf, dass irgendein Krankheitserreger kommt, und wenn die merken, es kommen Bakterien oder Viren rein, dann steigern die zum Beispiel die Durchblutung, locken noch weitere Blutkörperchen zur Abwehr an und sorgen dafür, dass ein Infekt bekämpft werden kann. Dieser Aufbau der Bronchien ist ganz wichtig, um später verstehen zu können, was bei Asthma und COPD passiert. Hier erstmal ist das, wie es beim Gesunden aussieht, und wenn das alles gut funktioniert, dann merkt man da nichts von, das funktioniert alles völlig selbstverständlich und der Mensch hat keine Probleme. Das war jetzt der Aufbau der gesunden Lunge. Ausgehend von dem hier dargestellten werde ich in den nächsten Videos erklären, was bei den Erkrankungen Asthma und COPD bzw. Rauchen in diesen Bronchien abläuft und welche krankhaften Veränderungen dort stattfinden.